Nous tous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous rassembler. Nach 9 Monaten haben wir gestern endlich unsere Segellatten bekommen. Die sind da noch zusammengerollt. Die werden wir jetzt mal ausrollen, dann müssen die zugeschnitten werden. Und dann hoffen wir, dass das Großsegel wesentlich besser steht und die Leimleit noch einen Knoten schneller fährt. Jetzt müssen wir uns leider hier ein paar Endkappen selbst basteln, weil der Typ natürlich vergessen hat, die zu bestellen. Geht auch nicht alles auf einmal. Wir haben ja jetzt Segellatten nach 9 Monaten. Die zweite Segellatte wird jetzt reingeschoben. Beim Starten der Maschine hat sich herausgestellt, dass unsere neue Batterie keine Spannung mehr drauf hat. Das ist uns noch nie passiert. Jetzt versuche ich das zu überbrücken. Warte ein bisschen, bis sich die angeglichen hat, die Batterie. Und dann hoffen wir, dass er anspringt. Und dann müssen wir aber den Fehler suchen. Da sind wir froh. Nach 10 Minuten. Oh ne, war länger. 15 Minuten läuft der Motor wieder. Jetzt müssen wir das nur beobachten, was das denn war. Und jetzt, am 1. Februar 2022, verlassen wir La Paz. War schön hier. La Paz ist eine schöne Stadt. Hat einen schönen Malecón, gute Geschäfte zum Einkaufen, ganz nette Bars. Und hier die Sea of Cortez ist auch fantastisch. Leider für uns ein bisschen zu kalt um diese Zeit. Wir werden hier irgendwann mal zurückkommen, wahrscheinlich dann aber mit dem Wohnmobil. Und jetzt geht's auf in die Bahia Banderas, zurück nach La Cruz mit einem kleinen Zwischenstopp auf Isla Isabel. Das erste Mal Großsegel setzen mit unseren neuen Segellatten. Oh, sieht das nicht gut aus? Oh, herrlich! Wir haben übernachtet hier in der Bahia Bonanza. War recht ruhig. Und jetzt geht's los Richtung Bahia Banderas. Wir machen einen Zwischenstopp auf Isla Isabel. Wir sind ungefähr 270 Meilen. Wir vermuten mal, dass wir 3 Tage brauchen. Der Wind ist eher als moderat angesagt, so zwischen 17 und 20 Knoten. Leider ist es heute ein bisschen bewölkt. Also die Sea of Cortez ist auch traurig, dass wir fahren. War schön hier. Schöne Sandstrände, schöne Inseln. Leider alles ein bisschen karst. Aber das Wasser war schön und ein Highlight war das Schwimmen mit den Seelöwen. Hier sitzen wir nun zum Kaffee mit Pudelmütze, warmem Kakao und das letzte Stückchen Zitronenkuchen. Und das ist erst 15 Uhr und heute am 2. Februar. Wir haben, glaube ich, auch schon die ersten 15 Meilen geschafft. Es ist noch nicht mal Abend, das heißt, es wird noch kälter. Aber wir haben ja noch mehr zum Anziehen. Ja. Guten Morgen. Es ist 3 Uhr morgens. Unsere erste Nacht seit langem auf See. Wie ihr seht, ich bin völlig aufgerödelt. Ich habe die Offshore-Kleidung an. Dicke Socken, Poolmütze.
Obwohl es gar nicht so windig ist. Also wir haben jetzt vielleicht 15 Knoten von achterlich. Aber es ist richtig kalt. Janette ist jetzt ins Bett. Die hatte von 12 bis 3 Uhr die Woche. Es ist ein bisschen kabbelige See von der Seite. Das macht das so ein bisschen ungemütlich. Aber ansonsten kann man es ertragen. Ich habe ganz gut geschlafen. Jetzt nicht mehr lange. Am Ende meiner Wache geht hoffentlich schon die Sonne auf. Die Annette kommt zu ihrer 6 bis 9 Uhr Wache. Es ist ganz schön frisch. Das sage ich dir. Und es ist ganz schön am Wehen. Ja. 25 Knoten Wind. Wir machen zeitweise 6,5 Knoten Fahrt. Nach seiner 3 bis 6 Wache hat Michael ein kleines Fazit. Ja, es war ganz schön windig. Eben gerade ist noch ein Regenschauer an uns vorbeigezogen. Gott sei Dank hat er uns nicht erwischt. Aber jetzt gleich geht die Sonne auf. Und dann wird alles wieder schön. Auch kaum noch Wolken. Naja. Ich habe jetzt noch Kaffee, bevor er dann gleich schlafen geht. Ja! Macht er! Das ist echt ungemütlich. Ist hier auf der Ostsee. Ich wollte wieder zu meiner Wache antreten, 9 bis 12, und was sehe ich? Die Annette steuert uns hier durch den Offroad-Park. Ja. Total kabbelige See. Also ich vermute mal, das wird daher kommen, da wir jetzt am Kap der Baja California sind, dass hier die Meeresströmung vom offenen Pazifik und hier aus der Sie auf Cortez aufeinander stoßen. Und es ist immer auch noch windig. Wie viel haben wir? 26. Das ist ganz schön. Wind, haben das dritte Reff im Großsegel, das heißt dreimal verkleinert das Großsegel, nur noch ein Fetzen von Genua draußen und Kreuzseen, die Welle kam von überall
aber das wäre alles gar nicht so schlimm gewesen. Schlimm war, dass der Autopilot immer wieder ausfällt. Da muss man schnell zum Ruder sprinten und das Ruder wieder übernehmen, damit sich die Limelight nicht in den Wind trägt. Und die Limelight ist hier rumgehopst wie so ein Ping-Pong-Ball. Also, so eine Nacht braucht man nicht. Wir hoffen jetzt auf schönes Wetter. Wir haben noch 108 Meilen bis Isla Isabel. Werden wir wahrscheinlich früh dort ankommen und hoffen, dass die nächste Nacht ruhiger wird. Pünktlich zum Sonnenaufgang tritt die Annette ihre Wache an. Dahin geht sie auf. Als Entschädigung für diese komische Nacht gibt es einen herrlichen Tag. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Herrliche Seele. Aber die sind natürlich immer noch genauso hoch, dass man zu hin und her schaut. Ich glaube, man sieht das ganz gut, wie wir hier hin und her geigen. Der Wind hat wieder ein bisschen zugelegt, ist wieder bei 25 Knoten. Die Wellen weiter aufgebaut. Und es geht schon wieder ein Tag zu Ende. Jetzt bis zu unserem Ziel. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen langsamer fahren, damit wir nicht in der Nacht dort ankommen. Guten Morgen. Heute ist der 5.2., ein Samstag, kurz nach 7 Uhr morgens. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Und man soll es nicht glauben, wir haben kaum noch Wind. Also er reicht jedenfalls schon mal nicht mehr zum Segeln. Es ist warm. Ich muss gleich meine Jacke ausziehen. Unglaublich um die Tageszeit. Und die Wassertemperatur ist von 19 Grad auf 24,8 gestiegen. Alles wird jetzt besser, glaube ich. Also von den Temperaturen her. Da wird der Eintrag in das Logbuch gemacht von unserer Navigatorin. Dann ist heute Freitag, oder? Nee, es müsste Samstag sein. Ist noch ein bisschen Verwirrung, was für ein Tag heute ist? Nee, es ist Samstag. Muss Samstag sein. Ich habe ja Freitag dahin geschrieben. Samstag. Herzlichen Glückwunsch, Bernd, zum Geburtstag. Heute ist der 5. Ah. Bernd, von mir auch alles Gute zum Geburtstag. Und wir beide? Tschakka! 306 Meilen von La Paz nach Isla Isabel in 71 Stunden 15 Minuten. War nicht ganz so lustig, muss ich sagen. Die Nächte waren schon ganz schön wellig und kalt vor allen Dingen. Es war kalt. Hier ist es jetzt schön warm.